Die Ökonomie der Menschlichkeit, die baut ja auf Freude auf, gemeinsames Anliegen. Und Markus Pilz, Kunsttischler in Fützmus, hat ganz was Besonderes kreiert. Markus, was hast du da in der Hand? Ja, das ist, du Georg hast ja gesagt, du hättest gern ein Freude-Thermometer oder Barometer. Und ja, dann ist mir Folgendes eingefallen dazu. Und zwar habe ich da diesen Freudometer da kreiert. Und zwar ist das da eben ein Weg der Freude. Ist ja keine gerade Linie, so wie der Weg der Freude ja auch geschwungen und leicht sein sollte. Und da an diesem Freudeweg oder an diesem Freudebäumchen bewegt sich, je nachdem wie erfreut man gerade ist, das Glückskäferl eben, entweder ist es einmal ein ganz runden, das darf ja auch sein. Man muss ja nicht zwanghaft freudig sein. Es ist halt mal da, mal da, mal ist es ganz oben. Und je öfter das so in die oberen Bereiche kommt, umso besser natürlich. Und immer die Erinnerung an Freude, genau. Wunderbar, Markus, danke dir.